Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei ComMike zu einem weiteren Video zum Projekt Rasenbewässerung. Im aktuellen Projekt bin ich ja dabei, meine bestehende Rasenbewässerung von Hunter auszubauen und umzubauen. Die Vorbereitungen dafür sind abgeschlossen. Die entsprechenden Videos findet ihr unten in der Beschreibung bzw. in meiner Playlist. Heute hier in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich aus diesem einen Beregnungskreis, der diese Fläche hier versorgt, der aktuell vier Versenkregner hat, wie ich hier einen zusätzlichen Kreis abtrenne und aus den vier Sprengern insgesamt sechs Stück mache, ich die Rohre dazu verlege, neue Sprenger einbaue, das Ganze an der Ventilbox entsprechend anschließe. Das seht ihr hier in diesem Video. Viel Spaß damit, bleibt dran! Um euch nochmal abzuholen, um was es hier im Genauen geht, möchte ich euch die bestehende Anlage einfach noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier meine Verteilerbox, der bestehende Kreis, der im Moment hier oben beregnet, ist der erste. Den öffne ich jetzt einfach mal manuell. Ihr seht, hier kommt ein Sprenger raus, dort hinten ist ein Sprenger. Dann habe ich zwei weitere Sprenger, die hier hinten die Fläche beregnen. Und leider ist es so, dass der Wasserdruck hier in meiner Gegend sehr stark schwankt. Von morgens, wo diese beiden Regner bis über diesen Weg hier drüben reinspringen, bis tagsüber, wo sie noch nicht mal diesen Gehweg hier erreichen. Damit bin ich einfach unzufrieden. Das Ganze soll geändert werden. Deswegen werde ich eins tun. Ich werde aus diesem einen Kreis zwei Kreise machen, werde die beiden Kreise dann jeweils mit drei Regnern ausstatten, werde andere Düsen verwenden. Und wie ich das Ganze umsetze, da will ich euch, wie gesagt, mitnehmen. Im Folgenden ist die Anlage wie folgt aufgebaut. Ich habe hier einen einzelnen Zugang. Dieser Zugang ist dieses Rohr hier oben. Dieses Rohr geht direkt unter dieser Borde hinweg und landet hier in einem T-Stück. Von diesem T-Stück geht das Ganze einmal nach links weg zu diesen beiden Sprengern und einmal nach rechts weg zu den anderen beiden Sprengern. Und ich werde eins machen, ich werde an dieser Stelle ansetzen, werde das T-Stück andersrum reinsetzen, werde ein weiteres Rohr dort rüber verlegen, dort einen dritten Sprenger einbauen, der dann praktisch diese beiden in einem Kreis mitnimmt. Und das Rohr, was dann hier aus dem T-Stück praktisch frei werden würde, möchte ich zusätzlich anbinden in den Kreis Nummer 2. Das ist hier der mittlere. Den habe ich in meinen letzten Videos, habt ihr das ja schon gesehen, den habe ich bereits stillgelegt, habe die komplette Anlage in meinem unteren Gartenbereich neu verlegt, schon neu angeschlossen. Diesen Bereich möchte ich ebenfalls mitnehmen und mit einem dritten Sprenger ergänzen. Ich werde also zunächst damit beginnen, hier vorne die Grasnarbe abzutragen, werde mich nach unten durchgraben bis zum Durchbruch des Wasserrohres, was ja schon vorhanden ist, werde das T-Stück entsprechend öffnen, werde einen weiteren Sprenger hier drüben dann einsetzen. Wo ich den setze, das messe ich mir gleich aus. Und das Besondere, warum das Ganze jetzt etwas tricky wird, ist, ich habe hier auf der gesamten Fläche Steuerkabel verlegt für meinen Rasenroboter. Die sind auch in der Erde drinne, sowohl in den Außenbereichen langlaufend als auch einmal in der Mitte das eigentliche Leitkabel, das Steuerkabel. Das heißt, einfach mit dem Spaten jetzt durchschachten wird nicht werden. Die Kabel möchte ich natürlich jetzt nicht zerstören. Zumindest möchte ich sie hinterher wiederfinden, um sie entsprechend wieder zu reparieren. Deswegen wird das Ganze sich doch etwas länger hinziehen und aufwendiger werden, als das vielleicht im ersten Moment den Anschein hat. Ich werde also jetzt erstmal graben, Platz schaffen und sobald ich damit durch bin, nehme ich euch hier im Video wieder mit. Die Grasnarbe habe ich jetzt erstmal geöffnet und naja, nichts läuft perfekt. Wie ihr seht, habe ich natürlich das Kabel mitten durchgetrennt, obwohl ich sehr, sehr flach gebuddelt habe. Aber ich habe es zumindest rausgeholt, das Kabel, das ist wichtig, zusammenflicken kann man das immer. Habe ich übrigens schon mal gemacht, auch in einem Video gezeigt, schaut dazu einfach mal an meinem Kanal nach. Steuerleitkabel reparieren wäre das Richtige sofort. Ich habe jetzt die Planung schon abgeschlossen, was die Position betrifft. Ihr seht hier an dieser Stelle, wo dieser Eisenstab steckt, soll der dritte Sprenger für diesen Bereich hier eingebracht werden. Dazu habe ich jetzt einfach mal
ausgemessen und probiert vom Radius, dass ich hier optimal die Mitten mitnehmen kann. Ich habe jetzt hier durch meine abgekanteten Gehwege zwar das Problem, dass die Gehwegflächen perspektivisch immer mit gesprengt werden, wenn der Strahl bis hier rüber geht, also wo der gelbe Strick ist. Ja. Aber damit muss ich einfach leben, um auch hier die Kanten von beiden Sprengern, von dem hier oben und von diesen neuen, dann mitzunehmen. Wenn ich jetzt einfach mal den Lauf hier mache, wie weit geht das Ganze, dann habe ich mich so ausgemessen beziehungsweise die Strecke so ausgemessen, dass diese hier an der Kante endet. Ich möchte das Wasser nicht zu nah ans Raus ranholen, trotz Drainage und Trockenlegung. Ja, das ist einfach dumm, zu viel Wasser ans Haus zu holen. Deswegen waren die ursprünglichen Sprenger ja alle am Haus platziert, um vom Haus dann weg zu sprühen und zu bewässern. Aber leider reicht das eben nicht. Wenn ich jetzt mit dem Strick hier noch weiter rumgehe, komme ich dann in diesen Bereich. Ich lege das mal hier ab, um das mal aus der Perspektive zu zeigen. Seht ihr dann praktisch, dass das so aussieht. Das heißt, der Sprenger nimmt diese ganze Fläche mit bis darüber an die Rasenkante, wo der weiße Zierkies liegt, läuft dann bis hierher. Auch hier, wenn ich das dann weiter sprengen lasse, also durch die Vernebelung, müsste ich jetzt nicht ganz entlang dieser Rasenkante sprengen, aber doch ungefähr. Das wird dann High Life ausprobiert mit den Düsen bis hierher, so wird das Ganze schon laufen. Das heißt, dass dieser Bereich hier von meiner Poolterrasse dann eben auch mit besprengt werden würde. Aber damit muss ich leben, das ist ein Kompromiss, den muss ich an der Stelle einfach eingehen. Der dritte Sprenger für den zweiten Kreis, den ich dann hier oben abzweige, den platziere ich dann hier, wo ich diesen kleinen Holzstock platziert habe. Auch das habe ich schon ausgemessen. Die Sprenger, die beiden, die ich hier schon habe, die sind mehr als gut für diese Fläche hier drüben. Also da drüben habe ich überhaupt keine Probleme. Dort habe ich auch Kurzstrahlerdüsen drunter, die sehr fein vernebeln, weil eben die Flächen, die Tiefen, die hier besprengt werden müssen, nicht sehr groß sind. Und dort werde ich eben den dritten Sprenger für diesen von jetzt aus linken Kreis einbinden. Dieser sprengt ebenfalls bis hier rüber und läuft dann im Halbkreis. Ich habe jetzt die Markierung schon abgebaut, aber nimmt diesen Bereich hier in der Mitte eben auch noch mit bis zur Kante hier vorne. Und genau um diesen Bereich, ihr seht es, das Gras hat hier in der Mitte doch eine andere Wachstumsphase. Ich habe hier auch freiliegende Erde, also hier hatte ich noch mal andere Erde aufgebracht in der Hoffnung, dass das was ändert. Aber aufmerksame Benutzer meines Kanals, aufmerksame User werden es wissen, ich habe ringsrum um das ganze Haus, also dieses Haus ist von 1900, glatt, eine alte Jugendstil-Villa, ja, total verfallen, gekauft und seitdem, seit über 10 Jahren, jedes Wochenende wird hier gewerkelt, ist überall eine Drainage eingelassen auf dem kompletten Grundstück, mehr oder weniger in Form von Schlacke. Eine wunderbare Sache, wenn man hier stehendes Wasser hat, das läuft alles ab, also ich habe kein stehendes Wasser. Der Nachteil ist allerdings im Rahmen der Bewässerung, dass knappe 10 cm unter der Muttererde, die ich hier aufgebracht hatte, eine Drainageschicht von 10 bis 20 cm, teilweise auch 30 cm ist, die das Wasser eben nicht sehr lange im Oberboden hält. Und direkt nach der Drainage kommt dann der blanke Lehm. Also jeder Töpferkurs würde sich freuen, hier mal ein bisschen rumbuddeln zu dürfen und dann die feinsten Amporen zu töpfern. Das heißt, hier dieser Bereich ist mir am wichtigsten, da muss das meiste Wasser dann hin. Ich habe das Ganze jetzt ausgemessen, habe auch die Positionen schon festgelegt. Im nächsten Schritt werde ich jetzt entsprechend die Grasnarben abtragen. Erst einmal zu diesem Metallfall, wo dieser Versenkregler platziert werden soll. Anschließend muss ich dann schauen, dass ich auch sehe, dass hier irgendwo das Steuerkabel vom Roboter ist. In der Mitte habe ich ein weiteres Steuerkabel liegen. Sobald ich die dann rausgefunden habe, kann ich auch in die Tiefe den Graben schachten, wo dann das neue Wasserrohr verlegt wird. Und dann kann ich hier hinten an der Stelle auch schon den Versenkregler, den Hunter I20 in dem Fall werde ich einbauen, platzieren, anschließen. Und ja, dann kann schon der erste Test erfolgen, ob das so langt, und kann auch, wenn es dann richtig läuft, die Erde wieder rein, der Schacht verschlossen werden, der Kanal, die Grasnarbe wieder drauf, und dann ist das Ganze schon fertig. Ganz kurz zur Vorgehensweise, wie schachte ich oder wie lege ich diesen Kanal an? Ich mache hier praktisch einfach nur ein Dreieck, müsst ihr euch vorstellen, von oben her. Das heißt, der Spaten wird einmal in dieser Position angesetzt, in die Erde eingebracht, einmal von der anderen Seite
wirklich schräg, dass praktisch innen das dann zusammenlaufen müsste. Und ein drittes Mal dann jeweils in den Kanten, also in den Längen des Spatens, wird dann so eingebuddelt. Und dann hat man die Grasnarbe eigentlich schon hier direkt auf dem Spaten. Und ihr seht jetzt hier, ich komme mit dem Spaten wirklich nur auf diese Höhe. Bereits hier unten habe ich diese Schlacke. Das ist, ja, wir haben ein Stahlwerk hier in der Nähe, knappe 20 Kilometer. Ich vermute, das sind diese Schlackereste, die dann bei der Stahlherstellung, Eisenverarbeitung oder was auch immer die da vor über 100 Jahren gemacht haben, dass das ein Abfallprodukt ist und hier einfach als Drainage mit eingebracht worden ist. Ist eine wunderbare Sache, wenn es viel regnet. Graben und Buddeln ist ein Albtraum, weil man kommt hier keine 5 cm durch. Das Zeug ist hart und verkantet. Deswegen mache ich ja eins, ich trage die Grasnarbe jetzt erstmal in der Länge ab, bis zu meinem Metallstock. Denn die Grasnarbe wird dann beiseite gelegt und dann werde ich hier dann mit einer Hake das Ganze nochmal aushaken, um etwas weiter in die Tiefe zu kommen. Ich werde hier nicht in den frostsicheren Bereich verlegen, hier auf 80 cm oder ähnliche Späße, da ich meine Bewässerungsanlage ja so konzipiert habe, dass ich im Herbst, wenn es dann ums Einmotten geht, hier einfach meinen Kompressor anschließen kann und dann wird die gesamte Anlage mit Druckluft Stück für Stück ausgeblasen. Das habe ich jetzt schon mehrfach getan. Auch dazu habe ich euch ein Video vor einiger Zeit schon auf den Kanal hochgeladen. Könnt ihr gerne suchen. Und dadurch habe ich kein Problem mit zerfrorenen Leitungen oder ähnlichen, weil ich das einfach mit Druckluft auspuste. Hat für mich den Vorteil, ich muss ja nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass die Rohre tief genug liegen, um zum Beispiel beim Vertikutieren des Rasens nicht beschädigt zu werden. So, der Graben ist soweit ausgeschachtet. Ihr seht jetzt hier, doch sehr steinig, viel Schlacke. Das Steuerkabel vom Rasenroboter hier habe ich rechtzeitig bemerkt. Just an der Stelle hatte ich nämlich schon mal einen Umbau gehabt. War ganz praktisch. Dafür habe ich natürlich hier unten das Kabel wieder voll mitgenommen. Also hier muss es auch geflickt werden, ist aber kein Problem. Das ist ein Akt von 5 Minuten. Ihr seht auch hier unten habe ich keine Schlacke mehr. Hier habe ich wirklich mit dem Spaten einmal so, einmal so, einmal so. Und dann habt ihr diese Keile, die könnt ihr einfach an die Seite legen. Wer mag, legt sich da vorher noch eine Folie oder irgendwas drunter. Und anschließend, wenn die Rohre drunter sind, kann man die Teile einfach wieder reinlegen. An die Position, wo sie waren, also die Reihenfolge sollte man dann sich irgendwie markieren oder entsprechend hinlegen. Ja, damit ihr mal seht, was ich hier mit Schlacke meine. Das sind solche Steine, solche, also das ist Metall, wie ich finde, und die ganze Erde ist damit durchsetzt, ne, von groß bis klein alles dabei. Ich werde jetzt hier oben, wo ich das T-Stück bereits freigelegt habe, den Zulauf hier weiterhin in den linken Bereich laufen lassen, werde dieses T-Stück aber um 90 Grad drehen, dass der Zulauf praktisch dann hier sitzt. An diesem Abfluss liegt dann die bestehende Leitung an und dieser würde ja nach da zeigen. Hier werde ich dann das neue Rohr einbinden und hätte dann praktisch diesen Kreis komplett getrennt schon für sich laufen. Gleichzeitig würde ich hier ein zweites Rohr einbringen, was dann auf der anderen Seite herauskommt, welches dann hier oben an meinen Ventilstrang Nummer 2 einfach eingebunden werden könnte. Und dieses zweite Rohr wird zunächst über einen Winkel nach rechts weggehen und dann hier vorne, wo ich vorhin schon die Markierung gesetzt habe, werde ich ein weiteres T-Stück setzen, um dort einen weiteren Sprenger einzubinden. Und dann habe ich aus diesem einen Kreis mit 4 Sprengern diese 2 Kreise gebaut mit jeweils 3 Sprengern. Das heißt, ich habe die Anlage aufgebohrt, gleichzeitig die Leistung pro Kreis erhöht, so dass in Zukunft die Bewässerung doch optimaler verlaufen sollte. So, um das jetzt auseinanderzubauen, habe ich jetzt dieses Rohr im Innenbereich kurzfristig mal abgetrennt, damit ich es etwas zurückziehen kann, um hier etwas Luft und Bewegung zum Arbeiten zu bekommen, weil die Rohre
stecken bis hierher ungefähr, stecken die in den Kupplung drunne. Und dadurch, dass ich hier nicht alles komplett wieder aufgraben möchte, muss ich sehen, wie ich jetzt hier genügend Spiel reinbekomme, um auf einer Seite von diesen beiden überhaupt erstmal das Rohr herauszubekommen. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal aufgedreht. Das sind ja nur diese Verschlüsse. Ja, einmal dahin ist offen, andersrum ist dann zu. Und hier muss ich jetzt mal sehen, ist halt alles sehr straff. So, das erste. Und jetzt mal schauen, wie weit wir jetzt hier das rausbekommen. Ansonsten muss ich doch weiter graben, aber das sieht nicht gut aus. Da muss ich wohl doch weiter aufschachten. Ja, da muss ich weiter schachten. So. Okay. Hier doch ohne Schachten. Lässt es schön, keine Gewalt ist auch keine Lösung. Ich kann jetzt hier anschließend das einfach rausdrehen. Ihr seht hier die Rohre. So. So schaut das Ganze dann aus. Und jetzt mache ich eins. Das nehmen wir jetzt hier wieder ran. Bis zum Anschlag. Zudrehen. So, hier muss ich erstmal durchspülen. Da ist jetzt Dreck reingekommen, das wollte ich natürlich nicht. Dann kann ich dieses hier auf der Seite einführen. Ihr merkt hier, ihr geht bis zum Anschlag rein und dann nochmal nachdrücken, da kommt nochmal 2 cm. Zudrehen, dann ist es auch drunter. Hier die Ecke werde ich noch ein bisschen wegnehmen. Und dann hier, nachdem ich das ausgespült habe, werde ich das andere Rohr anbringen. Schon. Einbinden. Die Rohre sind, wenn sie nass sind, wirklich sehr klitschig. Deswegen nehme ich dann kurzerhand hier etwas Küchenrolle, um die wieder richtig reinfädeln zu können. Auch hier bis zum Anschlag und dann nochmal 2-3 cm tiefer rein. Halbe Umdrehung. Und das war es auch schon. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier noch weg. Hier an dieses Rohr kommt dann ein 90 Grad Winkel, so einer hier drauf bis zum Anschlag, nochmal nachziehen bis zum zweiten Anschlag, so dass kein Dreck reinkommt. Und hier kommt dann das zweite Rohr, was ich eben an das zweite Ventil anschließe, ebenfalls noch dran. Jedenfalls kürze ich hier noch ein bisschen ein, damit die nebeneinander liegen können, aber es geht erstmal darum, dass kein weiterer Dreck reinkommt. Das zweite Rohr schiebe ich jetzt ebenfalls durch. Das wird jetzt ein bisschen friemelig, weil noch nicht alles komplett freigebuddelt ist. Ich habe jetzt hier auf die Öffnung einfach ein Stück Klebeband drauf gemacht, damit mir hier kein weiterer Dreck reinkommt. Und dann werde ich jetzt schauen, dass ich das hier durchbekomme und auch abnehmen kann auf der anderen Seite. Ja, wenn das so rum nicht geht, dann machen wir das eben andersrum. Ah, da ist es. So, durch. Das Klebeband ist noch dran. So. Natürlich ist alles voller Matsch hier, aber ich habe die Küchenrolle noch dabei. Durch die Hände immer sauber machen, dass kein Dreck in die Rohre reinkommt. Ansonsten müsst ihr ewig lange spülen, das heißt die Sprenger laufen lassen, gegebenenfalls sogar die Ventile rausnehmen. Das ist nicht sehr angenehm, also viel Arbeit. Ich habe jetzt das Stückchen ja hier bis zum Anschlag drunne, möchte ja hier etwas parallel gehen, das heißt wir schneiden das Ganze, jetzt liegt es hier, wir wollen aber daneben kommen, das sind ungefähr 5 cm. Die nehmen wir jetzt hier einfach noch weg. Das heißt, ich mache das wieder ab.
Oh, das ist aber auch straff drauf. Ja. 5 cm. Das andere Rohr lasse ich im Moment einfach als erstmal hier im Graben liegen. Im Moment scheint die Sonne sehr stark, also über 30 Grad, was ich jetzt hier habe. Und das Rohr wird in der Sonne sehr weich. Ist natürlich sehr angenehm dann zu verarbeiten, weil das liegt sich dann von selber da rein, wo es hin soll. So, aufdrehen. Bis zum Anschlag und dann nochmal richtig ran. Zudrehen, dicht. Das gleiche Spiel machen wir hier. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber egal. Es muss ja trotzdem passen. Ach, bis zum Anschlag rein. Zudrehen. Und dann liegt es hier daneben und kann jetzt hier mit Erde wieder unterfüttert werden. Und gleichzeitig kann ich dann auf der anderen Seite das Rohr bequem anschließen. So, ich habe die Perspektive der Kamera gewechselt. Ihr seht jetzt hier das Rohr, was ja bereits angeschlossen ist, wo das T-Stück dran hängt. Und hier kommt das Rohr, was ich eben durchgeschoben habe. Hier ist der Ausgang an Ventil 2, den ich ja im letzten Video beschrieben habe, zurückgebaut habe. Und jetzt mache ich eins. Dieses Rohr soll da ran. Da hinten ist der Anschlag. Wie gesagt, es gibt Spezialscheren. Das habe ich auch in anderen Videos immer wieder zur Sprache gebracht. Die könnt ihr euch kaufen. Geht sicherlich schöner, einfacher, weiß ich nicht. Aber auch mit einer ganz normalen Gartenschere kann man diese Rohre so schneiden. Bis zum Anschlag wieder rein und zudrehen. Ich habe jetzt in dem Moment den zukünftigen zweiten Kreis angeschlossen. So, da seid ihr wieder. Dieser hier, der dann hier eben auf den rechten Winkel weggeht. Und dieser ist ja in sich schon geschlossen. Da hängen im Moment zwei Sprenger dran. Und dann machen wir jetzt einfach mal den Test auf Exempel. Ja, die beiden laufen. Und hier wird ja dann noch der dritte Sprenger dazukommen. Und was ich schon merke, die sprengen jetzt wirklich bis zum Pool. Ursprünglich sollten sie ja nur bis zu dem weißen Kies. Also da ist jetzt viel, viel mehr Dampf drauf, weil ich die Kreise ja nun aufgebrochen habe. Und warum ich den Test mache, liegt eher an der Natur dessen, dass man schauen sollte, ist alles dicht. Ja, also die Stückchen, das was ich hier eingebracht habe, ist dicht. Auch mein 90 Grad Winkel hier ist dicht. Das gefällt mir. Ich drehe wieder ab. Da ist jetzt Druck auf der Anlage drauf, das bleibt so. Und nun kann, nachdem das Rohr sich jetzt hier über gut eine halbe Stunde eingelegt hat, werde ich jetzt anfangen, hier hinten in die Tiefe zu graben und den dritten Sprenger zu setzen, der ja in diesem rechten Kreis hier unterkommen soll. Das Rohr hat sich auf die Länge eingelegt. Und ich habe jetzt hier in die Tiefe gegraben. Ja, ihr seht jetzt hier das Rohr beiseite. Ich habe jetzt hier den Sprenger schon zusammenmontiert. Das heißt, der Rasensprenger an sich, den habe ich in vielen Videos schon gezeigt, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie er ihn einstellt. Da könnt ihr gerne über meine Playlist schauen, ob ihr da noch Tipps und Tricks finden könnt. Das Ganze über diesen Swingjoint, dieses flexible Anstuckstück, was Hunter anbietet, in ein Fitting, der dann an das Rohr angebracht wird. Das Ganze habe ich jetzt schon so weit eingesetzt, dass das Ganze dann mit der Grasnarbe abschließen würde. Und nun werde ich das Rohr entsprechend einlängen, also da, wo praktisch der Anschlag ist, werde das dann hier einbinden und dann anschließend kann der Sprenger justiert werden, dass er richtig sitzt in der Position, also sowohl Tiefe als auch der Radius, der gesprengt werden soll. Und dann ist schon der erste Testlauf. Thank you.
So, drinne. Ich habe den Rasensprenger jetzt in die Erde eingebracht, habe den erst mal mit etwas Erde grob festgemacht, dass ich etwas Futter habe, um überhaupt jetzt hier den zu justieren. Die Höhe habe ich vorneweg schon ausgerichtet, habe ich jetzt hier ein Brett einfach drüber gelegt, dass das mit der Grasnarbe abschließt. Und dann kommt jetzt die Einstellung des Beregnungswinkels. Der Rasensprenger an sich fährt ja hier oben klack hin und her und bis zur anderen Seite klack ebenfalls hin und her. Ihr könnt den Winkel, wie weit das Ganze sich dreht, bis knapp 360 Grad aufdrehen, also fast eine Kreisumdrehung ist hier möglich. Wichtig ist aber zu bedenken, dass nach rechts weg, hier ist dieser Pfeil, wohin die Düse zeigt, also wohin gesprüht wird, nach rechts weg habt ihr einen fixen Anschlag. Diesen könnt ihr nicht verändern. Ich habe in einem letzten Video gezeigt, dass man mit dem kompletten Sprenger das ja vorstellen kann, wurde dann aber auch freundlicherweise darauf hingewiesen, dass man es ja auch direkt am Gerät machen kann, indem man einfach den Sprenger rausschraubt. Ihr habt unten jetzt hier diese Zahnräder. Ihr macht eins, ihr nehmt euren Sprenger, dreht den komplett nach links bis zum Anschlag, bis zum Klacken, damit ihr die richtige Drehposition erst einmal habt und danach bis rechts ebenfalls bis zum Klacken und dann wird das Ganze so eingesetzt, wie ihr nach rechts weggehen wollt. Beachtet den Pfeil, das wäre jetzt hier praktisch schon Richtung Gehweg bei mir, also gehe ich jetzt etwas nach weiter oben, jetzt geht das Ganze hier quasi 90 Grad weg, da wo ich das hinhaben will, dann kann ich das Ganze jetzt hier anschrauben. Habe immer noch nach rechts weg und wenn ich jetzt den Sprenger nach links drehe, gehe ich etwas zu weit. Also mache ich eins, ich nehme den Hunter Einstellschlüssel, das ist das wichtigste Werkzeug, was ihr von Hunter braucht, ohne diesen Schlüssel kommt ihr nicht sehr weit. Und ihr habt jetzt hier einmal die Einstellbuchse für die Wassermenge, die durchgeschossen wird, und ihr habt hier die Einstellbuchse auf der linken Seite für den Beregnungswinkel. Ihr nehmt die Plastikseite vom Schlüssel erst einmal durchs Plastik und dann ertasten, wo die Öffnung ist. Nach links wird der Radius verkleinert, nach rechts wird er vergrößert. In meinem Fall ging es ja schon zu weit weg, das heißt, ich mache eine minimale Umdrehung nach links. So, jetzt drehe ich wieder bis nach rechts durch Anschlag, bin wieder da, wo ich hin möchte, und nach links weg bin ich jetzt etwas kleiner geworden. Ne? Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so weit hier rüberwärts. Das ist mir aber immer noch zu viel, deswegen gehe ich noch ein Stückchen weiter. Wieder nach rechts bis zum Anschlag, wieder nach links und ihr seht, jetzt bin ich schon auf der Linie, wo ich hin möchte. Ich werde jetzt eins machen. Ich werde jetzt zusätzlich jetzt hier an dem mittleren, ne, einstecken, dann ungefähr, da ist die Nase, da rastet es ein, werde abdrehen. Zusätzlich werde ich die beiden anderen Sprenger ebenfalls abdrehen. Und dann werde ich Wasser auf die Anlage geben. Das heißt, die Sprenger werden dann zwar hochfahren, aber es wird nicht gesprüht. Und dann kann ich in aller Ruhe erst einmal testen, ob meine Fittings, ob meine Verbindungsstücke, die ich gesetzt habe, wirklich dicht sind. Im oberen Bereich habe ich das schon gemacht und habe dann zeitgleich auch schon begonnen, die Grasnarbe wieder zu schließen. Ich habe jetzt hier, ihr könnt ja im Endeffekt einfach eure Keile nehmen und wieder einsetzen, unten die Spitzen etwas weich machen, weil da ja das Rohr dann sitzt. Ich habe für meinen Fall ganz normale Pflanzerde jetzt untergemischt. Ganz einfach aus dem Grunde, ich habe jetzt ja eine gute halbe Schubkarre mit dieser Schlacke rausgeholt. Die werde ich natürlich nicht wieder hier in die Erde einbringen, weil das mir einfach ja nicht gefällt, was ich da habe. Flächig das auszutauschen macht für mich keinen Sinn, also das ist nicht tragbar. Aber jetzt zumindest für dieses kleine Stück werde ich jetzt unten auffüllen mit dieser Pflanzerde und anschließend dann die Grasnarben ebenfalls wieder einsetzen. Ich habe jetzt das erste Ventil geöffnet. Ihr erinnert euch, das ist dieser Kreis, der über das T-Stück den Kreis hier drüben beregnet. Ich habe die einzelnen Sprenger, die jetzt bereits verbaut waren, abgedreht. Da ist jetzt kein Wasser mehr drauf. Die kommen einfach hoch und bleiben dann an der Position stehen, wo sie sind. Und auch der dritte, der neu eingebaute Sprenger, ist ebenfalls hochgepoppt. Ja, da ist durch den Druck des Wassers, seht ihr auch, das Ganze verschiebt sich dann noch ein wenig. Das muss dann, wenn ich jetzt hier die Erde einbringe, muss das richtig festgemacht werden. So.
Wir haben jetzt keine Undichtigkeiten. Also ich habe das vorneweg schon mal geprüft, aber ich muss ja viele Arbeiten parallel machen, wo ich nicht überall die Kamera mitnehmen kann. Wenn ihr das selber nachbaut, prüft wirklich, ob die Anschlüsse alle dicht sind. Ihr ärgert euch hinterher, wenn ihr unnützes Wasser verliert. Ein deutliches Anzeichen, dass irgendwo eine Undichtigkeit vorliegt, ist, wenn ihr kein Entlüftungsventil eingebaut habt und trotzdem bei jeder Beregnungseinheit, also bei jedem Start der Beregnung aus den Sprengern erst einmal Luft herauszischt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Anlage irgendwo undicht ist, Wasser austritt, Luft eintritt. Sobald ihr aber die Sprenger einschaltet und sofort das Wasser kommt, dann sollte soweit alles in Ordnung sein. So, die Grasnarbe ist wieder geschlossen. Ich habe unten drunter diese Pflanzerde, die ich noch übrig hatte. Dann habe ich die Grasnarbe aufgelegt, habe die erstmal fest gehüpft, also drauf rumgehüpft, habe die dann noch angewalzt. Anschließend habe ich dann die grobe Erde und die Schlacke, die sich links und rechts noch angesammelt hat, erstmal soweit mit der Schaufel aufgenommen. Und anschließend bin ich hier einfach mit dem Rasenmäher drüber auf einer ganz kleinen Stufe. Das hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass zum einen die Unebenheiten gleich wieder angepasst werden. Ja, also was zu hoch steht, wird einfach abgemäht, abgesenzt. Und der Rasenmäher fungiert ja auch wie eine Art Staubsauger, das heißt überschüssiger Dreck, Erde, Steinchen und so weiter werden automatisch mit aufgesaugt, landen ja mit dem Fangkorb hinten drinne. Und dadurch sieht das Ganze gleich viel ordentlicher aus, sind nicht so viele Steine übrig gelegen geblieben. Ja, macht es ein bisschen einfacher als mit dem Rechen, das jetzt irgendwo zusammenzuhaken und dann mühsam die Steinchen so aufzuheben. Die kaputten Begrenzungskabel vom Rasenroboter lasse ich jetzt erstmal noch offen liegen. Heute Morgen muss er sowieso nicht fahren hier oben. Ich möchte ja hier vorne noch einen weiteren Sprenger setzen. Dann kann ich dieses Kabel gleich rausziehen bis hinten. Dann muss ich nicht so drauf achten beim Abgraben, dass ich hier wieder das Kabel zerstöre. Dann kann ich es gleich durchziehen und dann am Stück reparieren. Und für euch jetzt auch noch der neue Rasenmäher zur Info. Rasenmäher sage ich schon, Rasensprenger. Mensch, ist aber auch warm heute. Den habe ich hier und ich werde jetzt eins machen, ich werde jetzt wieder Wasser auf die Anlage geben, also wieder Druck aufgeben. Dann werde ich bei den oberen beiden Sprengern, die im Moment Weitwurfdüsen drin haben, werde ich die Düsen austauschen. Das mache ich highlife im laufenden System, das seht ihr gleich. Und anschließend werde ich die drei Düsen aufeinander abstimmen, dass praktisch die komplette Fläche beregnet wird. Wir haben es jetzt ungefähr, ich glaube um 3, um 4 nachmittags an einem Samstag. Der Wasserdruck sollte jetzt wieder ganz normal sein. Ich werde das morgen früh dann nochmal testen, gegebenenfalls abends nochmal testen, um da irgendwo einen gesunden Mittelweg zu finden. Also, los geht's damit, dass ich zunächst Druck auf die Anlage gebe. Das heißt, ich drücke wieder auf. Der Sprenger kommt hoch, alle drei, da drüben der und dieser, jener, welcher. Und dann mache ich eins. Ich positioniere die Kamera mal neu, dass ihr das auch sehen könnt und dann schauen wir uns an, wie man hier die Düsen ganz einfach wechseln kann. Ich habe die Kamera mal neu postiert. Ihr seht jetzt hier den Sprenger außen. Der ist Wasser auf der Anlage drauf, deswegen fährt er raus, aber ich habe ihn oben hier abgestellt, dass kein Durchfluss stattfindet. Ihr seht jetzt, hier ist diese Schraube, die wird hier oben gesteuert über dieses Dreieck, über den Imbusschlüssel, der an diesem Hunter Einstellschlüssel dabei ist. Wie gesagt, das ist das wichtigste Teil. Ohne den kommt ihr gar nicht weit. Den stecke ich jetzt hier oben rein, ertaste dann die Schraube und nehme die erstmal raus. Die Schraube dient nicht dazu, diese Düse hier drinnen festzuhalten, sondern in erster Linie das Wasserbild der Düse zu verändern. Anschließend könnt ihr die Düse dann einfach herausziehen, entweder jetzt mit einer Zange oder mit Wo ist die Kamera? Ist gar nicht so einfach. Rückwärts auf dem Kopf hier. Ja, so sehen die Düsen aus. Die sind beschriftet und dergleichen. Die nehmen wir jetzt weg. Bauen jetzt hier eine andere Düse ein. Ist auch eine schwarz. Schwarz sind die kurzen. Die werden einfach nur bis zum Anschlag reingeschoben. Und anschließend schraube ich jetzt erstmal vor. Die genauen Einstellungen nehme ich dann vor, wenn ich das Sprengerbild justiere. Dafür mache ich jetzt eins. Ich drehe die Sprenger alle wieder auf. Erstmal alle auf 2 oder 3 Umdrehungen, dass sie erstmal alle laufen. Und dann justiere ich jeden Sprenger für sich ein. Wenn ich jetzt nämlich mit einem Sprenger anfangen würde und würde sagen, ich richte diesen hier komplett ein, auf die Längen, auf, ja gut, der Radius hat sich ja nicht verändert, aber die Länge würde sich jetzt verändern. Ich habe einen Sprung weniger am System.
und richte dann den zweiten Sprenger ein, gebe da wieder Druck drauf, dann hat der ja de facto nur den halben Druck. Und das Bild, was ich hier einrichte, wird da einfach nicht mehr passen. Deswegen ist das jetzt ein Akt, aus meiner Erfahrung heraus, der sich über mehrere Versuche sozusagen ergibt, da ein schönes Sprengerbild hinzubekommen. Ja, die Rasensprenger sind eingerichtet. Trotz des Windes, der im Moment herrscht, habe ich jetzt diesen neuen Sprenger so eingerichtet, dass er praktisch drüben bis leicht in das Tierkiesbeet hinein sprüht. Er erreicht auch den zweiten Sprenger, den ihr jetzt seht, mit diesem Schlüssel nach oben drauf. Der wiederum nimmt die komplette Fläche mit, inklusive einen Teil des Weges, und erreicht auch den dritten Sprenger. Der wiederum macht eben bis rüber zum ersten Sprenger ebenfalls den Bereich hier unten. Das heißt, diese Fläche jetzt hier wird von allen drei Rasensprengern komplett erreicht, bewässert. Der Bereich hier in der Mitte, der durch die Trockenheit immer extrem geschädigt war, wird nun statt von dem einen von diesen beiden erreicht. Und wenn ich da oben dann noch den zweiten einbaue, wird er zukünftig ja dann sogar von drei Sprengern mitgenommen. Also das sollte auf jeden Fall dann reichen. Ich werde jetzt noch eins tun. Die Box hinten, das was ich da ausgeschachtet habe, werde ich wieder mit Kies auffüllen. Den habe ich ja noch. Und morgen werde ich mich dann um den zweiten Rasensprenger kümmern. Ich weiß noch nicht, ob ich das im gleichen Video unterbringe oder ein neues Video mache. Das werden wir sehen. In jedem Falle, denke ich, habt ihr sicherlich das ein oder andere mitgenommen. Wenn ihr Fragen, Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, kein Thema. Schreibt es mir in die Kommentare. Sobald ich kann, werde ich euch dazu antworten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Klickt auf Abo, macht die Bimmel an, dass ihr keine weiteren Videos verpasst von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!